Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod. Wir zählen noch ein paar Challenges und deswegen machen wir die einfach mal. Letztes Mal hatten wir die Fireworks Show gemacht, das heißt wir können jetzt entweder Friendly Neighborhood okay, das klingt gut, wir sind Spider-Man. Mal gucken, ja, sehen jetzt nicht so Spider-Man-mäßig aus, aber wir haben die Sojamilch. Dazu diesen Quad-Shot, also diesen Spinnschuss, weil wir halt vier Augen haben. Ich bin jetzt sogar 8 Augen. Oder haben wir echt nur 4? Keine Ahnung. Was haben wir sonst noch? Dann haben wir hier noch den Sticky. Das Sticky Baby. Und. Hallo. Hi. Ich nehme gerade auf, scheiße. Tidus. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin's, euer Tidus. Ja. Hey, du nimmst gerade auf? Ja, ich gehe dann mal einen anderen Channel, ne? Ja, aber du nimmst nicht zufällig das auf, was ich auch gerade aufgenommen habe, oder? Nein, ich nehme Isaac auf. Oh. Okay, viel Glück. Bis später. Oh Gott, ey. Wo ist dieser blöde... Ach da, tschüss. Okay, das war schon mal ziemlich fail. So, was soll ich sagen? Wir haben auf jeden Fall allerlei Spinnenkrams. Das ist doch alles schön. Und wir müssen mal gucken, wie unser Schaden ist. Der wird nämlich nicht allzu hoch sein, weil wir halt die... Oh Gott. Weil wir halt... Ach warte, wir haben ja noch... Wir haben noch die Box dabei. Okay, wir haben zumindest große Spinnen. Das heißt, unser Hauptschaden wird auf jeden Fall von den Spinnen kommen. Unser Little Sissy-Ding hier macht ja auch ein paar Spinnen. Das heißt, das ist auch ganz schön. Und ich weiß gar nicht, wenn wir treffen, produzieren wir auch Spinnen? Nein. Okay. Schade. Aber ich glaube, wenn wir getroffen werden, produzieren wir auch Spinnen. Na egal. Auf jeden Fall ist das dann unser Hauptschaden. Diese ganzen Spinnen, die sind auch noch groß, weil wir Best... Oh Gott, wie heißt das? Big Blue Friend oder so? Auf jeden Fall, Spinnen und Fliegen sind größer und machen dadurch halt auch mehr Schaden. Und das ist schön. Das ist sehr schön. Und vielleicht sollten wir versuchen, unsere Spinnen zu behalten, bis wir halt bei irgendeinem Boss sind. Wäre vielleicht eine gute Idee. Und am besten wäre es natürlich, wo wir schon die Sojamilch haben, dass wir... Ich will da ehrlich gesagt nicht reingehen, da werden wir sterben. Dass wir irgendwie eine gelbe... Okay. Ah, man kann den Schaden machen. Der macht sich selber Schaden, wenn er über die Stacheln geht. Okay, cool. Am besten wäre irgendwie eine gelbe Spritze oder so, damit wir das wieder alles ausgleichen. Unser heftiges Tears-Up, das wir halt durch die Sojamilch bekommen haben. Und wenn wir stattdessen dann halt dafür irgendwie das ausgeglichen bekommen in Stärke. Das wäre ganz toll. So, von daher hoffen wir einfach mal auf irgendeinen... Item, das alles ausgleicht und dann ist alles super. Das eben war übrigens Tidus, hat er ja auch gesagt. Und ich war noch in seinem Channel drin, weil eigentlich wollte ich mit ihm reden, aber er war nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nimmst du halt auf, bis er wieder da ist. Und jetzt ist er doch wieder da gewesen. Bla blub blub. Egal. So, okay, unsere Spinnen haben nicht genug Schaden gemacht. Finde ich gerade ein bisschen doof. Aber den haben wir trotzdem easy besiegt. Und kriegen einen Range-Up. Ganz toll. So ein Range-Up ist ja gerade ganz cool. Ganz cool ist das. Und wir kommen nicht hier aus dem Raum raus. Oh, toll. Was war das denn für eine blöde Falltür? Kommen wir nicht mehr aus diesem doofen Raum da raus. Okay, den blauen Stein holen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht ist da ja... Nein. Vielleicht ist da ja das Small Rock drin. Leider nicht. Dann müssen wir wohl oder übel auf die ganzen Knöpfe hier gehen. Oh, ich hasse diese Knöpfe. Ich hasse sie. Nein, das ist unser blaues Herz weg. Nein, ich hatte es gerade mein Herz geschlossen. Das blaue Herz. Oh. Oh, was bist du? Die S-Card. Yes. Die bringt einfach gar nichts. Einfach eine Arschkarte gezogen. Verdammt. So, 2 Münzen für eine Bombe. Weiß ja nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich mach's einfach mal nicht. So, dank dem Quad-Shot machen wir aber wenigstens ein bisschen Schaden mit unserer Sojamilch. Wäre das nämlich nur ein einzelner Schuss, dann wäre das noch blöder. Okay, das ist auch blöd. Oh nee, jetzt haben wir noch ein Leben weniger. Wow, also wir Spinnen haben einfach mal gar keinen Schaden gemacht. Oh nein. Oh nein, wie sollen wir das überleben? Sterb. Na, wenigstens verlangsamen wir den. Verlangsamen wir den auch, wenn wir treffen? Nee. Nur mit dem Sticky Friend. Okay, das ist schade. Oh, oh.
Oh 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 oh. Nein, 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 nein. Bitte, bitte don't touch me. I'm not to touch. Danke. Okay, wenigstens ein All Stats up. Haben wir wieder unsere drei Leben. Und jetzt ist die Frage, ob wir eventuell nach einem Shop suchen wollen oder nicht. Wir machen es einfach mal. Wir suchen nach einem Shop. Ich hoffe, ich verliere hier keine Leben. Aber ganz an der Wand sollten wir eigentlich sicher sein. So, und wenn wir Glück haben, können wir sogar ein paar Spinnen uns farmen. Ja, aber nur, wenn wir Glück haben. So. Ach, wir müssen da sowieso rein. Können wir auch gleich mal eine Bombe einsetzen. Passt schon. Kriegen die sogar wieder. Perfekt. So. Gut. Gibt es hier denn überhaupt einen Shop? Scheint mir wieder so wie nicht. Es ist eine Challenge. Also eigentlich dürfte es nur keine goldenen Räume geben. Shops aber trotzdem. Wir haben zwar nicht mal genug Geld dafür, aber man kann ja trotzdem mal reingucken. Beziehungsweise will ich einfach nur wissen, ob wir hier überhaupt einen Shop haben. Nein. Okay, auf der Ebene schon mal nicht. Aber ich glaube, allgemein ist das trotzdem möglich, einen Shop zu haben, oder? In der Challenge? Oder kann man das ausstellen? Wahrscheinlich schon. Man kann ja alles machen, man kann ja alles vermodden hier. So, was kriegen wir hier? Bombe, Geld. Okay, jetzt will ich auf jeden Fall einen Shop. Gib mir einen Shop. Das kann dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wieso werden die eigentlich auch verlangsamt? Ich meine, die können fliegen. Die können fliegen. Oh, und werden durch eine Klebespur am Boden verlangsamt. Okay. Was auch immer. So. Und dann du doch. Komm her. Du kannst mir nicht entkommen. Ich bin Spider-Man. Die nette Spinne von dem an. Erkennst du mich nicht? Oh. Oh. Ich glaube, das nehme ich sogar mit, weil das halt in dieser Mod nur einen Raum zur Aufladung braucht. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob das wirklich nur in dieser Mod so ist oder ob das einfach nur in irgendeinem Patch so war. Dass der Fußradar-Kopf besser geworden ist. Kann nämlich auch sein, dass es gar nicht an der Mod liegt, sondern dass das einfach allgemein gepatcht worden ist. Möglich ist das. Auf jeden Fall können wir jetzt in jedem Raum. Ja, komm. In jedem Raum unser schönes Fußradar einsetzen. Was recht cool ist. Und so ein Fußradar macht auf jeden Fall mehr Schaden, wenn man damit voll trifft, als die Spinnen, die wir sonst bekommen hätten. Glaube ich. So. So, für solche Gegner ist das nämlich perfekt. Okay, irgendwie hat er keinen Schaden gemacht. Skaliert der Fußradar-Schädel mit unserem Schaden? Das wäre schade. Das wäre sehr schade. Aber scheinbar tut er das. Oh nein. Der hat doch schon mal mehr Schaden gemacht, oder nicht? Aber das kann ja wohl nicht sein. Dann hätten uns die Spinnen wahrscheinlich doch mehr gebracht. Verdammt. Nein, verkackt. Au. Oh, wow. Das ist hier ein ganz toller Raum. Der macht Spaß, der Raum. Man wird überall angezogen und dann sind hier immer noch diese Viecher. Oh Gott. Und die Tränen fliegen auch nicht so, wie sie sollen. Ah. Komm her. Nur noch drei Stück. Das kriegen wir hin. Lol. Wie die Projektile von denen einfach in der Luft stehen geblieben sind. Sah cool aus. Das einzige Positive an. Da stand gerade jemand vor meiner Tür und hat mich angegrinst. An Sojamilch ist, dass man damit ganz schnell das ganze Feuer ausmachen kann. Das ist wirklich ganz toll. So. Und anscheinend. Hä? Kriegen wir Spinnen, wenn wir Gegner töten? Oder am Ende von einem Raum, allgemein. Wir haben eben zwei Spinnen bekommen. Kamen die von... Nee, da schon wieder. Wir kriegen Spinnen, wenn wir Gegner töten. Oh. Das ist natürlich nice. So. Schießen die auch langsamer, wenn sie verlangsamen? Ja, okay. Nice.
Da kommen die ja gar nicht bis hier hinten hin, wollte ich sagen. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Oh Gott, okay. Wir spielen mal eine Runde. Und hoffen, dass da keine Fliege rauskommt, die uns tötet. Ein Herz wäre ganz schön. Gib mir ein Herzchen. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Ein... Oh Gott. Herzchen. Herzchen, 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 Herzchen. Gib mir mein Herz. Gib her. Okay. Eine Pretty Fly ist natürlich auch cool. Eine Pille. Paralyse, okay. Macht uns nix. Nein, nicht dich selbst in die Luft sprengen. Warum? Egal, wir kriegen immer ein halbes Herz. Das heißt, wenn hier irgendwo eine Superversion ist, dann werden wir auf jeden Fall nicht mit einem Hit an der sterben. Das ist doch immer cool. Wow. Einfach null Schaden. So. Irgendwie mag ich den Raum nicht. Ich frag mich nur, wieso? So, weg mit dir. Weg mit dir. Sehr schön. Haben nicht mein Leben verloren. Wow. Amazing. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich mag das nicht, wenn ich nur so wenig Leben habe. Komisch, oder? Oh Gott. Das ist alles so knapp hier. Das ist viel zu knapp hier. Oh Gott, nein. Wenn ich nur einmal getroffen werde, dann habe ich gar keine Lust mehr. So, kriege ich die vielleicht auch irgendwie? Komm, gib mir die Münze. Aber die kriege ich. So. Okay. Eineinhalb Leben. Jo. Langt ja erstmal, ne? Hä? Wir haben ein halbes Leben hinbekommen. Woher? Ich verstehe nicht, wo ich meine Leben herbekomme. Egal. Da oben ist noch ein Leben. Kommen wir da leicht hin? Im Challenge-Raum. War noch ein Leben drin. Das holen wir uns. Und eventuell finden wir ja nochmal einen Shop. So ein Shop wäre wirklich ganz cool. Aber bisher habe ich noch keinen gesehen in dieser Challenge. So, immer ein halbes Herz. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Und wir haben eigentlich auch genug Bomben, um mal nach einem Geheimraum zu suchen. Da kann ja auch immer was Gutes drin sein. Und es sieht so aus, als wenn er da oben wäre. Yep, mit Bombis. Okay, vielleicht kriegen wir irgendeine gute Pille. Ich glaube, die war nicht so gut. Ne. Health down, aber immer ein Trinket und eine 48 Stunden Energiepille. Okay. Ist jetzt nicht das Beste. Da ist ein rotes Herz. Das nehme ich mal mit und das Geld nehme ich auch mit. Wir haben ja genug Bomben für alles. Erstmal. Fürs Erste. So. Und jetzt müssen wir nur noch einen Shop finden. Aber es gibt anscheinend keine Shops in dieser... Yo, habt ihr das gesehen? Der kann einfach fliegen. Ist klar. Sprung da einfach in den Abgrund und lebte noch. Was da los? Egal. Da kommen wir nicht rüber. Was schade ist. 6 Münzen. Da kommt. Hi. Wow, das macht echt gar keinen Schaden. Da machen ja unsere normalen Tränen noch mehr Schaden. Na, Hammer. Okay. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das Fußrotar-Ding mitzunehmen. So. Ja, ja. Solange er nicht seinen Bimsen macht. Oh Gott. Ist das alles in Ordnung? Au. Und damit schaffen wir immerhin unten HP ab. Passt. Okay. Mal gucken, ob wir es merken, ob wir jetzt ein bisschen mehr Damage machen. Ich denke mal nicht. Vielleicht minimal. Wir bräuchten halt echt irgendwie... weiß ich nicht. Merkt man das? Machen wir ein bisschen mehr Schaden? Wahrscheinlich nur so 0,1 mehr. Pro Treffer. Ach, keine Ahnung. Wir brauchen halt echt so eine gelbe Spritze oder... Wie hieß das andere Ding? Waage? Gibt es das Sternzeichen Waage? Wahrscheinlich. Ja, Sternzeichen Waage. Wäre auch ganz toll. Springen wir das einfach über die Luft. Oh, eine Biele. Was bist du für eine Biele? Wieder eine Heldampile. Das ist cool. Schon die dritte. Du bist die dritte. Okay. So, oh Gott. Geh weg von mir. Nein. Spinne. Danke. Oh, Geld. Ganz viel Geld. Ich weiß da nicht, was wir mit dem Geld anfangen sollen.
Aber wir haben's. Und wie jeder weiß, mit Geld kann man sich Sachen kaufen. Nur in diesem Spiel nicht. Überall nur in diesem Spiel nicht. Hm, eigentlich können wir mit dem Geld dann echt nur in der Arcade spielen oder an irgendwelchen Automaten. Ist zwar ein bisschen doof jetzt, aber gut. Kann man nicht ändern. Okay, aber anscheinend haben wir doch Schüsse, die verlangsamen. Nur nicht mit 100%, aber immerhin. Ja doch, das langt. So, haben wir dich auch tot gemacht. Noch eine Bombe. Ich weiß nicht, ob ich in den Stachelraum reingehen soll. Wenn wir hier irgendwo noch ein Herzchen finden, dann auf jeden Fall. Sonst, ey. Du Blödmann, ich wollte meine Bombe dafür einsetzen. Ah, rote Kisten. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, rote Kisten sind gut. Die können zwar auch schlecht sein, aber meistens sind die, glaube ich, gut. Beziehungsweise können da halt viel bessere Sachen drin sein. Und lieber rote Kisten als graue Kisten. Würde ich mal behaupten. Okay, sieht aus, als wenn hier oben der Supergeheimraum wäre, oder? Wenn das so ein einzelner Gang ist, dann war das schon irgendwie logisch. So. Was ist das denn hier? I am Error? Was ist das für ein merkwürdiger Ort hier? I found Pilz. Oh. Hä, jetzt mal ehrlich, was ist das hier? Das ist ja kein Schwarzmarkt, oder doch? Das ist ein Errorraum. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay, wir könnten uns das Ding kaufen. Das bringt uns aber nichts. Vielleicht sollte... Ja, komm. Wir kaufen uns die Bombe. Und wir können auch mal I am Error wegsprengen. Dann haben wir zwar eine geringere... Oh. Nice. Eine geringere Chance auf Angel-Räume, aber ist uns egal. Wir haben sowieso schon Hörner auf dem Kopf. Wo haben wir die Hörner her? Wo haben wir die Hörner her? Wir haben Hörner auf dem Kopf. Haben wir gerade die Hörner bekommen, weil wir I am Error getötet haben? Was, echt? Guck mal, wir haben Hörner auf dem Kopf. Hilfe, wo kommen die her? Und da haben wir wieder Virgo. Diesmal habe ich es, glaube ich, richtig. Nein, das ist jetzt Skorpion, oder? Hä? Klar, das ist... Oh, das kaufen wir uns. Ja, das ist Skorpion. Toll. Jetzt wollte ich mal angeben, dass ich endlich weiß, was Virgo und was Skorpion ist. Und dann sage ich das wieder falsch. Ich vertausche die beiden immer wieder. Jungfrau und Skorpion, die beiden Sternzeichen. Sehen für mich zu gleich aus. Obwohl die eigentlich gar nicht gleich aussehen. Egal. Hier, stirbt dran. Aber das ist ganz gut. Jetzt haben wir... Oh, wir kriegen auch noch hier Captain Korn. Geilo. Geilo, geilo. Geilo, geilo, geilo. Jetzt sind wir Skorpion und wir sind... Ach du Scheiße, schießen wir schnell. Geil. Skorpion und Steinbock. So, wir machen jetzt auf jeden Fall mehr Schaden. Weil wir nun mal... Nehmen wir mit. Weil wir nun mal... hier diese Giftdrehen haben. So, und hier sind noch genug blaue rote Herzen. Gott, verspreche ich mich heute oft. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal in den Stachelraum gehen. Das wagen wir jetzt einfach mal. Gabi Schwanz hat doch gemacht, dass mehr Kisten spawnen, oder? Ich glaube schon. Mehr Kisten und unser Trinket, das wir dabei haben. Ich hab Leben verloren. Mann. Und unser Trinket macht, dass halt die ganzen Kisten rot werden. Oh. Oha. Oha, nee. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt sind wir fast tot. Hä? Shit. Okay, wir gehen in die Arcade. Wir gehen sowas von in die Arcade. Trust good people. Das ist ein sehr guter Rat. Danke. Okay, immerhin ein blaues Herz. Store Credit. Brauchen wir nicht. Wir haben sowieso noch keinen einzigen Shop gefunden, wo wir das irgendwie einsetzen könnten. Da kriegen wir noch ein blaues Herz. Okay, nice. Hat uns gerettet. Jo. Das hat sich doch gelohnt. Unser Empress wird uns nochmal stärker machen. Okay. Bewahren wir uns wohl bis zu Mutters Herz auf? Fragezeichen? Ich denke schon.
So, wir haben nicht mehr genug Geld. Gehen wir in die nächste Ebene. Welche Ebene ist das? Ist das jetzt schon die sechste? 2, 4, 5, nö. Wow, okay, wir sind ganz schön langsam heute unterwegs. Nikopolis XL, okay. Gehen wir hin. Da habe ich jetzt nicht wirklich was gegen, dass das eine XL-Ebene ist. Denn dann müssen wir einfach nur zum Boss und können dann gleich zwei Bosse besiegen. Und da es sowieso keine goldenen Räume gibt oder Shops, haben wir eigentlich gar keinen Nachteil. Außer, dass wir halt nur ein... Ja, nehmen wir. Dass wir nur einen Devil oder Angel Room bekommen könnten, aber... ist uns auch egal. Wir sind eh schon voll stark. Wir können hier Giftdreht schießen, und zwar ganz viele. Giftdreht schießen auf... auf MG-Niveau. Ist schon nett. Aber dadurch ist unser Schaden echt viel höher geworden, oder? Dadurch, dass wir jetzt diese ganzen Gift-Tränen schießen. Ich glaube schon. Ist schon recht nett. So, alles mal explodieren machen hier. Bum, 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 bum. Der stirbt an Gift. Tust du nicht? Doch. Wollte schon sagen. Oh, ich werde sowas von Leben verlieren. Nein. Okay. Das blaue Herz opfern wir einfach mal. Okay, wir kriegen ein Damage-Up. Immerhin. Und ein Tears-Up. Das brauchen wir zwar nicht, aber das Damage-Up ist ja ganz schön. Und wir haben auch blaue Herzen dafür bekommen. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sieht man das jetzt schon? Ne, wir haben immer noch nur einen Strich. Ein Strich Schaden. Aber vielleicht merkt man es trotzdem. Na, weiß ich nicht, aber es war auch ein Tears-Up. Oh Gott, wir schießen immer schneller und schneller. Wir hatten halt schon von... Oh nein. Wir hatten halt schon von Anfang an... Schlüssel willst du? Nee. Von Anfang an die Sojamilch. Und wir schießen trotzdem immer schneller und schneller. Das ist voll unglaublich. So, ein bisschen Geld. Okay. Und je mehr wir schießen, umso mehr Schaden machen wir natürlich auch. Ist schon recht nett eigentlich. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. So, geh auf. Geh auf jetzt. Okay, schieß auch nicht mehr. Machst du jetzt auf? So, okay. Die roten Kisten haben uns bisher noch kein Glück gebracht, leider. Aber das kommt noch. Okay, wir sind auf jeden Fall stärker geworden. Also, The Pact hat es nochmal gebracht. Auf jeden Fall. So. Okay, roten Kisten haben uns immer noch kein Glück gebracht. Das brauchen wir nicht. Blöder Fischkopf. Der macht, glaube ich, dass wenn wir getroffen werden, dass wir dann fliegen spawnen. Aber da wir sowieso nicht getroffen werden, niemals. Wir wurden noch kein einziges Mal in diesem One getroffen. Von daher brauchen wir nicht. So, ab zum Boss. Headless Horseman. Okay. Oh, guck mal, unser... Oh Gott. Oh, Hilfe. Unser Space-Item macht sogar ein bisschen mehr Schaden als eben. Also merkt man das schon so ein bisschen. Dass wir jetzt ein bisschen stärker zumindest geworden sind. Das ist doch schön. Man erkennt unseren Fortschritt. Wollen wir fliegen? Ja, wir wollen. Wir wollen fliegen. Fliegen können ist toll. Hilfe. Mann, dieses Ding nervt, dieses Stachelding. Aber nur minimal, nur dezent. So. Aber ab und zu hilft uns wenigstens auch. Schnell, bevor das Stachelding kommt. Okay, danke Mutti. Danke fürs Aufhalten des Stacheldings. Und... tot. Perfekt, wir nehmen natürlich wieder das Polaroid mit. Oh, wir waren gar nicht so langsam. 22 Minuten? Das geht ja sogar. Wir hätten natürlich noch der Empress einsetzen können, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ging ja auch so ganz gut. Finde ich, aber wir haben keine Leben verloren. Wieso haben wir keinen Devil Room oder so bekommen? Oh, zweites Gabi-Item. Nice. Deswegen ist die Kombo von Gabis Tail und der Left Hand nämlich eigentlich saugeil.
durch Gabby's Tail kriegt man ja erstmal mehr Kisten und durch die Hand werden die dann alle rot und in den roten Kisten ist halt viel öfters irgendwelche Devil-Items. Und was ist auch ein Devil-Item? Natürlich die ganzen Gabby-Items. Das heißt, wenn man die beiden hat, dann findet man auf jeden Fall öfters ein paar schöne Katzen-Items. So. Und wir können dann natürlich fliegen. Das ist auch super. Fliegen können ist immer toll. Wer will nicht fliegen können? Hä? Ach, da war ein Spinn drin. Okay. So, vielleicht ein Gabby-Item? Nö, wieder nur Spinnen. So, irgendwo ein blauer Stein. Ich sehe keinen. Okay, also wenn wir jetzt noch Gabby werden sollten, und die Chance ist ziemlich hoch, dass wir Gabby werden, weil wir hier halt überall rote Kisten bekommen, dann würden wir sowas von viele Fliegen produzieren und die würden alle sowas von groß sein und so viel Schaden machen, dann hätten wir schon gewonnen, auf jeden Fall. Dafür brauchen wir nur noch ein Gabby-Item. Kann gut werden, weil wir werden halt so viele Fliegen produzieren, weil wir so schnell angreifen. Und die Fliegen produzieren sich ja nicht je mehr Schaden man macht, sondern umso öfters man trifft. Von daher ist das schon geil, wenn wir jetzt irgendwie Gabby werden sollten. Dann wäre das gar kein Problem mehr. Dann könnten wir sogar gegen den Mega-Satan ankommen. Auch wenn wir da nicht hin müssen, aber wir könnten dagegen dann ankommen. So, das war eine Health-Down-Pille, weiß ich ja. So. Aber unser Schaden hat auch zugenommen. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Au. Das war Doomba-Schaden. Und Gabby-Item. Schade. Fast. Okay, hier war scheinbar falsch. Wir sind eine Spinne, auch wenn man das nicht mehr erkennt. Aber eigentlich sind wir eine Spinne. Wir sind jetzt Venom. Wir haben uns einfach schwarz angezogen. Wir sind Venom. Yay. Wir wollen nicht mehr der nette Spider-Man von nebenan sein. Wir wollen der böse Spider-Man von nebenan sein. Deswegen haben wir uns schwarz gekleidet. Und haben jetzt... Und haben uns einen... Hey, Big Fan. Haben uns ein Pferd gekauft. Denn mit einem Pferdchen lebt sich das Leben einfacher. Pferde. Pferde für die Zukunft. Kauft euch Pferde. Gabby-Item? Nö. Da ist zumindest der Boss. Und wir sind sogar fast schneller als unsere Tränen. Hier, guck mal, die können wir so richtig schön stacken. Das sieht schon cool aus, oder? Wieder nichts Gutes. Skollex? Oh nein. Den finde ich echt nervig, wenn ich ehrlich bin. Weil man halt warten muss, bis seine... bis sein Hintern rausguckt. Und das kann dauern, bis der rausguckt. Weil sonst macht man den halt überhaupt keinen Schaden. So, jetzt Attacke. Unsere Chance. Also eigentlich ist das einfach nur ein nervigerer Pin. Aber Pin ist wenigstens süß. Du. Au. Oh Gott. Nein, wir haben ganzes Leben verloren. Wie sollen wir das jetzt noch schaffen? Mobs Purse, okay. Oh. Yo. Wir sind überhaupt kein Spider-Man mehr. So überhaupt nicht mehr. Das ist gut, das ist gut. Wie viele Leben haben wir jetzt noch? Ich glaube nicht mehr so viele. Aber. Oh, drei. Tja. Dafür können wir jetzt aber... Wir kriegen keinen Schaden mehr durch Explosion und durch Stampfattacken und sowas nicht. Das heißt, wenn die uns treffen, kriegen wir auch keinen Schaden mehr. Wenn diese Hände eintreffen. Das ist doch schön. Das mag ich. Das gefällt mir. Hi. Das hätte ich sogar tatsächlich gern. Das zweite Leben da. Das Lazarus-Leben. Leider kann ich mir das nicht leisten. Weil ich bin arm. Oh. So.
Gibt bloß einfach gar nichts. Voll der Schmarotzer. So, Gabi? Nein. Komm schon, ich will mein drittes Gabi-Item haben. Das ist nicht unmöglich. Das kriegen wir noch hin. Irgendwo steckt dieses Gabi-Item. Und ich werde es finden. Hui! Und ihr könnt mich nicht aufhalten, ihr Gegner. Ich werde das Gabi-Item finden. Koste es, was wolle. Range up. Eifallpilz. Yay. Isaac, der kleine Pillenschlucker. Gib mir meine Kiste, ich hab sie mir verdient. Schon wieder nicht. Komm schon, ich will meine Kiste haben. Au. Erstmal die Augen töten, okay. Der Rest ist einfach. So, und Gabi. Oh, Mann. Okay, mit 3 Leben, 2 Lives, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Achso, wir haben ja noch unsere Sam-Quest-Karte. Das heißt, wir können zumindest ein... Das war dumm. Bisschen stärker machen. So. Jetzt geht's los. Oh, nee. Okay, ich werde sterben. Scheiße. Nein! Warum haben wir so viele Leben verloren? Das war nicht gut. Nicht gut. Okay. Oh, fuck. Oh, danke. Das war ja fast nicht knapp jetzt am Ende. Okay, schön, haben wir das auch geschafft. Geil, wir sind jetzt offiziell eine nette Spinne. Die freundliche Spinne von nebenan. Ist das nicht toll? Yay. Gut, haben wir die auch geschafft. Da haben wir die ersten 12 schon geschafft, das ist doch nett. Dann machen wir als nächstes die Go Ninja und gucken dann mal, wie der Rest noch wird. Also auf jeden Fall werde ich nicht machen, glitched. Glaube ich, weil wir da einfach nur diesen Kompass wahrscheinlich haben werden. Und Bubbit wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber mal schauen. Also dann bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.